Im Winter 1989 besetzten couragierte DDR-Bürger die Dienststellen der Staatssicherheit. Über 30.000 Tondokumente, 1,5 Millionen Fotos und 111.000 Meter Akten konnten sie vor der Vernichtung bewahren. Zahlen, die das absurde Ausmaß des Stasi-Überwachungswahns belegen. Aus dem geretteten Material hat das Theaterkollektiv Rimini-Protokoll jetzt ein begehbares Stasi-Hörspiel gemacht. Mit Originaltönen aus Observierungsberichten und Interviews werden die Besucher durch Berlin gelotst. 50 Aktenkilometer heißt das Projekt. Metropolis hat sich auf den ungewöhnlichen Spaziergang begeben und hört den Menschen zu, die damals Opfer des großen Lauschangriffs wurden. Euer Dienst ist die Aufklärung, Namen bleiben geheim. Abfällig die Leistungen, stets im Blickfeld der Feind. Das Gespräch mit Genossen, viel zu selten daheim. Du wirst geortet hier, so gerade auf dem, mit dem GPS findet der deinen Standpunkt hier am Alexanderplatz und du bist dargestellt durch dieses rote Kreuz und kannst dich dann eben im Stadtraum bewegen, frei wie du willst, deine Tour selber entscheiden und immer wenn du dann in das Umfeld dieser Blase trittst, wird das Pfeil ausgelöst. An der Pforte der BSTU. Okay. Herr Bobrowski füllt seinen Antrag auf Akteneinsicht bei der BSTU aus. Identitätsbescheinigung. Super. Ist ja wie damals. Ich weiß, was sich in meiner Akte befindet. Also wir wurden ja ausspioniert ab 1980. Ich war mit meiner Frau im kirchlichen Friedenskreis aktiv und da wurden alle ausspioniert. Setzen Sie sich auf die Stufen des Gebäudes der BSTU. Also damals sind uns ein paar Sachen sehr an die Nieren gegangen, aber nach 20 Jahren und wenn ich Ihnen die Sachen erzähle, dann werden Sie mich nicht zusammenbrechen sehen. Und uns interessiert einfach, wie die Leute ihre Geschichte sehen. Wir wollten also nicht einfach in der Sprache der Macht verbleiben, sondern diejenigen hören, die Objekt dieser Sprache geworden sind. Ich hatte das Glück, als erster Bürger überhaupt die Stasi-Akte einzusehen. Ich habe es geahnt, dass sie auch in West-Berlin mich beobachtet hat. Ich meine, hat richtig das als Maßnahmeplan gehabt, richtig nah ran, an meine Familie zu gehen, ins Private zu gehen. Und ja, da lief doch ein Schauer über den Rücken und ich dachte, was hätte alles passieren können? Sehen Sie das weiße große Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenecke? Zentrales Parteiarchiv der SED. Gehen Sie ein Stück weiter. Ich hatte den Decknamen Solistin. Edda Schönherz. Wir befinden uns hier in der Kalbestraße, Berlin-Mitte. Früher war es ein Gefängnis, eine U-Haftanstalt. Naja, ich war ja nur Staatsfeind Nummer 1. Ich bin Journalistin und war damals beim Fernsehen der DDR und ging aber konträr zur politischen Auffassung dieses Staates. Aber jetzt hatte ich auch noch den Entschluss gefasst, in den Westen zu gehen. Und sie hat mich dann eingesperrt, 3 Jahre lang und noch 2 Jahre
musste ich im großen Gefängnis warten. Also das, so nannte ich dann die DDR. 8. Oktober 89. 18 Uhr. Schönen guten Abend. Und zwar 18.45 Uhr im Sat 1 in der Sendung City Treff. Kam einmal das Ensemble der Deutschen Staatsoper in Berlin. Drohte in einem Brief an Erich Honecker, Vorstellungen platzen zu lassen, falls die von den Ensemblemitgliedern gestellten Anfragen zu den aktuellen Geschehnissen nicht beantwortet würden. Wir machen ja die Arbeit der Aufarbeitung nicht für die Vergangenheit oder Betrachtung von Vergangenen. Mein Anspruch heißt ganz klar, wir sind eine Schule der Demokratie. Wir setzen doch Punkte in der Frage, was sind unsere Wertmaßstäbe für die Demokratie. Und zwar um 13 Uhr wurde unter Linden vor dem Brandenburger Tor die Westberlinerin Patek, Paula Anton, festgenommen durch VP, hatte dort einen Bettvorleger ausgebreitet, sich draufgesetzt und ein Schild über sich gehalten, fliegender Teppich. Tschüss. 1. Mai 1989. Ich hatte ein Touristenvisum mir besorgt für den Tag. Und und habe dann hier an der Stelle ein kleines Gedicht verlesen, von wegen, wir sind doch alle frei und sollten lesen dürfen, was wir wollen und denken dürfen, was wir wollen und reisen, wohin wir wollen. Und hatte mich auf so einen Teppich gestellt und da hatte ich so ein Schild vorne angebracht, der fliegende Teppich. So von wegen, Gedanken sind frei und wir dürfen hingehen, wo wir wollen. Ja, die Hoffnung wäre eben auch, dass das wuchern kann. Also im Grunde kann man das weiter bearbeiten. Also wir könnten immer weiter Punkte anlegen. Wir könnten Leute, ja, könnten sich sozusagen angesprochen fühlen, könnten sagen, dazu habe ich auch was zu sagen. Und das könnte einfach wachsen. Und ja, zugänglich, also Sachen zugänglich zu machen, ist für das Projekt schon eigentlich so das Schlüsselwort gewesen. 10 Uhr 31. Das ist ein Kombo entschärft. Alles andere kriegen wir dann von der VP noch in Ruhe. Wunderbar. Gut, ich danke. Bitte, tschüss. Das begehbare Hörspiel gibt's noch bis zum 13. Juni in Berlin. Und das komplette Interview mit Roland Jahn können Sie sich unter arte.tv anschauen. Zu lang, unverständlich, kaum ein origineller Gedanke. Unireferate können das Grauen sein. Aber jetzt gibt es nach dem Vorbild der Poetry Slams sogenannte Science Slams. Es gewinnt derjenige, der seine Sache in 10 Minuten möglichst verständlich, informativ und vor allem unterhaltsam vorträgt. Ob Stringtheorie, molekulare Bildgebungsverfahren oder Verschwörungstheorien, die Wissenschaft verlässt den Hörsaal und klettert auf die Showbühne. Und alle Beteiligten lernen auch noch was.